Wir machen weiter und reden mit diesen Typen hier. Was möchtest du von mir, Mensch? Wer bist du? Ich wüsste nicht, was dich das angeht, aber bitte. Ich heiße Askill. Ich bin Wissenschaftler und habe unsere Lagerbestände im Auge. Wissenschaftler und Lagermeister. Klingt nach einer komischen Kombination. Was weißt du schon, Mensch? Die Lageraufsicht ist eine äußerst diffizile Angelegenheit. Es gibt sehr viel zu beachten dabei. Wie viel Ware geht rein? Wie viel geht raus? Wem steht was zu? Wer bekommt welche Rüstung oder Waffe? All das muss genauestens festgehalten, dokumentiert und protokolliert werden. Nur so kann optimale Effizienz gewahrt bleiben. Ich weiß, was ein Lagermeister ist. Du hast Waffen und Rüstungen erwähnt. Kann ich dir welche abkaufen? Nein, natürlich nicht. Unsere Ausrüstung ist äußerst strikt durchgeplant. Ausschließlich Alps haben Zugriff auf unser Lager. Und selbst da gibt es noch Unterschiede, je nachdem, welchen Rang sie bekleiden. Und jetzt lass mich in Ruhe damit. Ich habe noch eine Effizienzprognose zu berechnen. Okay. Mal schön weiter effizient bleiben. Hey, was machst du hier? Ich sehe mich nur mal um. Das kann ich dir wohl nicht verbieten. Aber fass hier nichts an. Das war's. Was willst du noch? Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Und du bist? Schön. So einfach werde ich dich wohl nicht wieder los. Ich heiße Cora. Neuroethologin. Was? Oh Mann, wie erkläre ich das am besten? Ich erforsche neurologische Strukturen, die zu bestimmtem Verhalten in Mutanten führen können. Und wie läuft es damit? Schlecht. Azog behindert meine Arbeit. Ich brauche Proben. Proben bekomme ich nicht ohne Expedition. Eine Expedition darf ich nicht leiten ohne Expeditionsgenehmigung. Das mache Und ich. eine Expeditionsgenehmigung bekomme ich nicht ohne die Zustimmung von Azog. Und die will er mir nicht geben. Ich kann seine Worte immer noch hören. Der anzunehmende Ertrag rechtfertigt nicht das errechnete Risiko. Verdammter Bürokrat. Kann man dir dabei helfen? Vergiss es. Das Arschloch bekommst du Oh. nicht überredet. Entschuldige bitte. Ich koche einfach vor Wut, wenn ich darüber nachdenke. Bekommst du kein Elex? Doch, doch. Durch eines meiner Experimente wirkt Elex bei mir nicht mehr so wie früher. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Wenn ich mich nicht gerade mit irgendwelchen Expeditionsgenehmigungen oder Azog herumschlagen muss. Wegen dieser Expedition. Du hast doch erzählt, du brauchst Proben. Von was für Proben reden wir hier? Ich möchte Proben von diesen fremden Kreaturen holen. Aber es ist sowieso egal. Ich komme an keine Proben. Ich bin durch mit dem Thema. Wegen. Du lässt nicht. Warum ist. Also, ich geht doch weiter. Worum geht es bei deiner Expedition genau? Die Botschaft kommt anscheinend nicht in deinem Hirn an, was? Es ist egal. Solange ich keine Erlaubnis von Azog habe, eine Expedition zu dem alten Konverter zu führen, spielt das keine Rolle. Ah, okay. Als Wissenschaftlerin kannst du mir doch sicher etwas beibringen. Natürlich. Sagt dir eine temporäre oder permanente Verbesserung deiner Körpereigenschaften zu? Immer doch. In dem Fall kann ich dir etwas über die Herstellung der notwendigen Substanzen beibringen. Du bestimmst den Zeitpunkt der Unterweisung. Ja. Ich will von dir lernen. Gut, was soll ich dir beibringen? Wir sind wahrscheinlich nicht schlau genug für irgendwas. Yep. Es werden keine Tränke gebraut. Okay. Chemie, Intelligenz, das können wir dann machen. Warte mal, was ist der Unterschied? Ah, okay. Das brauchen wir dann. Sollte mal anfangen, in Intelligenz zu stecken. Okay, reden wir wieder mit Azog. Vielleicht genehmigt er es uns, auf Selbstmordaktion zu gehen. Ich habe dir bereits gesagt, ich verkaufe dir nicht, solange du kein Alp bist.
Also, bitte geh jetzt und lass mich in Ruhe. Das ist der falsche Tipp. Log. Das wird da unten sein. Okay. Da drüben. Wow. Irgendwo rechts war die Schule noch. Da könnten wir noch eine Mission bekommen. War ich hier schon drinnen? Ich glaube, das war die... Ja, da war ich schon drinnen. Die Schule ganz hinten rechts. Schaut alles gleich aus. Das ist ein bisschen schwer, sich zurechtzufinden. Hast du einen Namen? Hey, Jax! Hier drüben! Hat er. Sieh einer an. Der große Commander. Oder sollte ich sagen Ex-Commander? Ich habe ein Angebot für dich. Wie sieht's aus? Wer bist du überhaupt? Ich bin jemand, der wie du mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Stell dir vor, man wirft mir mangelnde Effizienz vor. Lächerlich. Aber dir die weiteren Hintergründe zu erklären, würde nur Zeit kosten. Kommen wir lieber auf mein Angebot zu sprechen. Was hast du mir anzubieten? Wusste ich es doch, dass ich deine Aufmerksamkeit gewinne. Es ist so, einige der anderen Kollektoren beliefern mich mit Elex, sodass ich mein Soll erfüllen kann. Du fragst dich jetzt sicher, warum sie das tun. Was habe ich schon anzubieten, das sie dazu verleitet, auf einen Teil ihrer Ausbeute zu verzichten? Die Antwort ist einfach. Elex-Rationen. Aber mehr, als man ihnen aushändigt. Was unsere Führungsriege ihnen verweigert, wird von mir zur Verfügung gestellt. Um aber auch in Zukunft erfolgreich zu sein, benötige ich dich. Als Gegenleistung verkaufe ich dir Gegenstände, die du hier sonst nicht bekommen würdest. Als kleinen Bonus erkläre ich mich bereit, dir auch ein paar Dinge beizubringen. Sind wir im Geschäft? Bring mir etwas bei. Sicher? Aber erst, wenn du dich bereit erklärt hast, meine Aufgabe zu übernehmen. Was soll ich für dich tun? Einige von uns können sich den Luxus erlauben, überflüssige Elex-Rationen einzulagern. Exakt diese sind dein Ziel. Öffne ihre Tresore und bring sie mir. Ist das nicht ein bisschen auffällig? Nein. Mit ihren Sonderrechten können sie sich jederzeit Ersatz besorgen. Und exakt das tun sie auch. Manche von ihnen verschwenden nicht mal einen Gedanken daran. Sie glauben, sie selbst hätten es konsumiert. Ihnen fehlt nur die Erinnerung. Falls dein Wissen im Umgang mit Tresoren etwas eingerostet ist, bringe ich dir bei, wie man sie öffnet. Bring mir etwas bei. Natürlich. Was soll es sein? Was haben wir hier? Klauen, Hacken, ja, ist nicht so dumm. Du dumm. Nein. Schleichst du etwa? Warum brauchst du gerade meine Hilfe? Ich wurde unter Beobachtung gestellt. Die Agenten fragen sich schließlich nicht ohne Grund, wie ich es schaffe, mein Pensum zu halten, obwohl ich seltener als der Rest ausrücke. Da ich es aber als Dienst an der Gemeinschaft verstehe, den anderen ihre Zusatzrationen zu besorgen, will ich mir deine Freiheit zunutze machen. Wo finde ich die Tresore? Die Sektoren der Forscher und Agenten sind dein Ziel. Und bei der Kaserne solltest du selbstverständlich auch fündig werden. Was hast du anzubieten? Klinge. Sieht interessant aus. Kein Blaster, Plasmazelle, nichts Besonderes dann. Keine Elix-Tränke. Nöp. Gehen wir wieder. Das ist nicht die Schule. Ich kann mich bedienen hier. Ich bin nicht gut genug. Warum kann ich mich in diesem Haus bedienen? Das ist dein Haus, Myra? Myra? Oh, was Myrte?
Nyra. Ups. Jetpack-Tisch. Wo war die Schule dann? Sie sollte doch irgendwo hier gewesen sein. Können nichts mal beschreiben. Hier. Wo ist Head Teacher? Ein Mensch. Wo kommst du denn her? Lassen wir jetzt schon jeden beliebigen Wilden hier rein. Auch schön, dich kennenzulernen. Ich bin mit dem Konzept des Sarkasmus durchaus vertraut. Sehr schön. Aber sag mal, kenne ich dich? Du bist doch nicht etwa der Verräter. Sag das nochmal, wenn du dich traust. Also bist du es tatsächlich. Sehr interessant. Dass du den Hybriden gestürzt hast, hat unseren Umgang mit Emotionen völlig verändert. Ich gehöre vermutlich zu den wenigen, die dich nicht dafür hassen. Ach, schau. Meine ganze Arbeit basiert auf der Grundlage dessen, was du geschaffen hast. Woran arbeitest du? Als einzige Lehrkraft bin ich dafür verantwortlich, unseren Nachwuchs zu überwachen. Dies ist nötig, seit das Experiment gestartet wurde, sie ohne Elix aufwachsen zu lassen. Interessierst du dich für die Emotionsarbeit an unserem Nachwuchs? Verschon mich damit. Du bist ganz schön impulsiv. Eine negative Eigenschaft, die entsteht, wenn man Emotionen unkontrolliert lässt. Du solltest mal in meinen Unterricht kommen. Vielleicht kann ich dir bei deiner Behinderung helfen. Okay. Bist du also doch interessiert an meiner Emotionsarbeit an unserem Nachwuchs? Worum geht es dabei genau? Bei Integration von Elex in einen Organismus kommt es zu biochemischen Prozessen im Gehirn, die die Emotionen entfernen. Wie genau das passiert, ist bis heute nicht ganz schlüssig. Bei unserem Nachwuchs versuchen wir, die Eigenschaften des Elex-Konsums ohne Elex zu erzeugen. Allein durch geistige Stärkungsübungen. Das ist das Primärziel meines Unterrichtes, die emotionale Stärkung unseres Nachwuchses. Ich will nicht. Nein, nein, nein. Ich will nichts lernen, Gott. Okay, gehen wir noch zum Big Boss. Schauen, ob wir diese Quest annehmen können. Und dann sind wir raus hier. Ich brauche Fights. Ist schneller, wenn ich mich teleportiere. Ja. Wäre es. Ich brauche Fights. Linkes Haus. Linkes Haus. Uff. Aber oben, glaube ich. Also nichts wie rauf hier. Die roten Augen finde ich ein nicer Touch. Da merkt man, wie effizient sie wirklich sind. Jo. Einer deiner Kollektoren stiehlt Elex-Rationen. Von wem sprichst du? Brax. Nummer 73, verstehe. Wie meinst du das? Er ist lediglich überschüssiges Inventar. Alps, die sich im großen Maße widerrechtlich verhalten, verdienen keinen Namen. Sobald wir mit ihnen fertig sind, sind sie nichts weiter als totes Zahlenmaterial. Und was passiert nun? Vorerst nichts. Er stand schon länger unter Beobachtung, nur konnten wir ihm bisher nichts nachweisen. Deshalb brauche ich Beweise. Sorg dafür, dass wir sie bei ihm finden. Wie du das anstellst, überlasse ich ganz dir. Dein Dienst soll nicht unbelohnt bleiben. Wie es bei den Menschen üblich ist, werde ich dich mit Elixit bezahlen. Cora sagt, du verhinderst ihre Expedition. Redest du von der Wissenschaftlerin Cora? Jene Cora, die von mir Soldaten haben möchte, um ein Himmelfahrtskommando zum alten Konverter zu unternehmen, nur um irgendwelchen vagen Gerüchten nachzugehen? Bei ihr klang das irgendwie anders. Kann ich mir vorstellen. Seit diesem Experiment ist sie äußerst schwierig geworden. Experiment? Cora hat an einer Destillation von Elex geforscht. Die dabei ausgetretenen Gase, sagen wir einfach, haben ihr nicht gut getan.
Wenn sie nicht so wichtig für unsere Forschungen wäre, hätten wir sie längst ersetzt. Wegen Cora. Du willst, dass ich ihre Expedition zum alten Konverter genehmige, richtig? Nenn mir einen guten Grund, warum ich das tun sollte. Weil ich es mache. Was? Ich sollte doch diese Stärke haben. Nein, die Stärke haben wir gleich. Wie viel Stärke habe ich? Oh, ei. Okay. Die Stärke haben wir gleich. Jetzt hör auf. Hör auf, da Push-Ups machen zu wollen oder Pull-Ups. Okay. Vielleicht kriegen wir das, wenn ich den Typen. Ja, wo sind wir her? Was soll ich? Ist die Mission jetzt fertig? Also ich stehle zuerst die Elex-Rationen. Und dann schummel ich sie. Ach. Könnt ihr mir nicht anzeigen, wo die sind? Nee. Ach nee, das machen wir jetzt nicht. Okay. Gasmasken. Oh, so viele Missionen. Da gehen wir mal da zurück. Da haben wir noch was zum Abgeben. Häuser durchsuchen. Tresore rausstehlen etwas. Obwohl ich glaube ich nicht mal die nötigen Fähigkeiten dazu habe, wird etwas zu viel werden. Sind die wieder Tote gewesen? Jo. Ich bin ein wenig eingerostet. Kannst du mir dabei helfen? Natürlich. Ich kann versuchen, dich wieder fit zu machen. Du musst nur fragen. Bring mir etwas bei. Ich werde es versuchen. Was hat er? Irgendwas, was ich auch lernen kann? Regeneration klingt gut. Nein. Brauchen wir nicht. Erzberserker Brambart wird deinen Wachdienst beim Weltenherz übernehmen. Was? Du hast ihn tatsächlich überzeugt? Ich bin beeindruckt. Er wollte sowieso irgendwann nach Caracas kommen. Dann kann ich euch bei eurem Plan mit der sechsten Macht unterstützen. Amadi, Eloquini, Drabona. Was? Was meinst du? Na, habe ich schon wieder irgend so ein wirres Zeug dahergeredet? Ich weiß jetzt nicht so recht, was ich dir darauf antworten soll. Schon gut, vergiss das. Okay. Ich gehe schon mal rüber zur Bastion und sehe mir die Sache genauer an. Wir sehen uns dort. Bin schon gespannt auf die Bastion. Ich muss mir erst einmal ein Bild von dem Material und den Leuten dort machen. Keine Ahnung, was er erwartet. Okay. Gehen wir zur Bastion rauf. Nehmen dann Fox mit zur Wortverhandlungen. Beam me up. Bis hoffen wir sie teleportieren. Schauen wir mal, ob Adam was dazu sagt. Vielleicht kriege ich die Erfahrung, die ich brauche, um Stärke 50 zu bekommen. Smooth as hell. Adam. Der Warlord Tiag ist dabei. Er wird sich um die Koordination unserer Kämpfer kümmern. Sehr gut. Ich schätze, wir können ihm vertrauen? Ich hätte ihn nicht vorgeschlagen, wenn ich glauben würde, dass er uns in den Rücken fallen wird. Sehr gut. Weiter so. Ach, und du weißt ja,
Je später du dich einer Fraktion anschließt, desto schwerer wird es. Die Ausbildungen und Ausrüstungen der anderen Gemeinschaften werden dir helfen, deine Kämpfe besser zu bestreiten. Ja, ich weiß, wie immer. Schön, dann wären wir erst einmal gut aufgestellt. Die Bastion fängt an, Gestalt anzunehmen. Doch wir müssen uns noch weiter vorbereiten, auf diejenigen, die kommen werden, die Welt in Besitz zu nehmen. Ja, so etwas in der Art hast du früher auch schon einmal gesagt. Im Eispalast. Part 10. Oh. Wenn ich so etwas von dir höre, frage ich mich, wie viel von der Hybridmaschine immer noch in dir steckt. Lass uns bei den Fakten bleiben, Jax. Paranoia steht dir nicht besonders. Wir sollten uns lieber auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Wir haben lediglich einen Grundstein gelegt. Es gibt noch eine Menge zu tun. Bald werden noch mehr zu uns stoßen. Die sechste Macht wird ein Zufluchtsort und neue Heimat für viele Menschen werden. Gut gemacht, Jax. Ich hatte nicht an dir gezweifelt. Wegen der Streitkräfte der anderen Gemeinschaften. Die Alps haben einen unglaublich großen Vorrat an blauem Elex in ihrem Depot gelagert. Darauf begründen sie ihre Macht. Tja, damit wäre die offensichtliche Frage beantwortet, warum Ignadon auf einmal von einer Schneedecke überzogen ist. Das Fort der Berserker hat mittlerweile eine bessere militärische Struktur als noch zu Zeiten der Outlaws. Ah ja. Der Plan, die Gemeinschaften der Outlaws und der Berserker im Fort zu vereinen, scheint offensichtlich aufgegangen zu sein. Okay. Aber das reicht noch nicht ganz. Wir brauchen noch mehr Informationen über die Gemeinschaften. Natürlich. Vergiss nicht, deinen Teil der Abmachung einzuhalten. Ich weiß, deine Infektion. Ich arbeite daran. Wo ist... Hier ist er. Okay, Mädel. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Geht klar. Fox. Ich glaube, ich hab's jetzt. Die nächste Prügelei? Nicht ganz. Es sei denn, du bezeichnest einen Kampf gegen eine Herde Mutanten so. Du willst Mutanten angreifen? Ja, aber nicht irgendwelche. Diese Herde ist auf dem direkten Weg in Richtung eines unserer Weltenherzen. Sag mir, wenn du bereit bist und wir brechen umgehend auf. Das ist mal was anderes. Kümmern wir uns um deine Mutanten. Na, sag ich doch. Bitte nichts Großes, kein Unhold, kein Unhold. Siehst du, wie ich es gesagt habe? Da ist sie. Die Gruft, die Parade. Es sind verdammt viele. Umso größer wird unser ruhmreicher Sieg. Das Fort wird stolz auf uns sein. Ja. Und wahrscheinlich sind hinter uns wieder Viecher. Ah, Scheiße. Kann eine Maschine wie der Hybrid tatsächlich den gesamten Geist kontrollieren? Irgendwie bezweifle ich das. Dawkins müsste doch eigentlich einen stärkeren Willen haben, oder? Oh, wie weit sind wir in der Episode drin? 23 Minuten. Machen wir einen schnellen Fight draus. Ah ja, meine Armbrust habe ich abgelegt. Wo ist das große Ding? Doppelläufige brauchen wir noch ein bisschen. Du kriegst Armbrust, was? Yep. Oh wow. Die kommen mir nicht so schwach vor. Okay, passt, es wird locker. Es wird locker, hat er gesagt. Es wird locker.
Von einem schlechter Dort und schon paar vernasselt. Eieiei. Alter Schlag. Mein Turn. Da kommt schon die Herde. Den gehen wir gleich mal abstauben. Du. Zieht. Okay. Dann braucht es nicht schlafen hier. Wir müssen Mandanten erlegen. Ich weiß ja, dass sie einmal Menschen waren, aber das ist widerlich. Okay. Da kommt schon das nächste Ding. Holen wir sie runter. Das sind echt viele. Mist, mein Ziel. Au. Eieiei. Nimm mein Schwert. Zerlegt das Ding. Hopp. Da wird jetzt viel gelootet. Haufenweise Schwerter und Zahnstocher oder Zahnbürsten. So schauen die Waffen hier aus. Oh je, wie soll ich den looten? Oh Mist. Irgendeiner ist ins Wasser geflogen. Finden wir es. Die Loot ist verloren. Da haben wir hoffen, dass sie Bolzen wenden. Ich kümmere mich darum. Der wird nicht lange überleben. Der hat sich entschieden, durchs Wasser zu laufen. Okay. Da fehlt doch noch einer. Da ist er ja. Meine Waffen sind schon so stark, fast, wenn die einen toten Kopf am Schädel haben und trotzdem nur Nuss kriegen. Die Alps sind dafür verantwortlich, dass diese widerlichen Mutanten so sind, wie sie sind, oder? Nein, das Elex ist es. Diejenigen, die zu viel Elex konsumieren und den mentalen Druck nicht aushalten, werden zu Mutanten. Aber Mutanten werden doch von Alps kontrolliert, oder nicht? Die meisten von ihnen nicht, aber ja, einige Elexitoren haben diese Fähigkeit. Ich sag ja, widerlich. Oh. Oh. Wurscht. Du hast es gerade nötig, du Kröte. Ja, stimmt. Ich bin immun gegen jegliche Art der Assimilierung. Der Rehabilitation im Fort bringt mich diese Weltenherz-Rettungsaktion jedenfalls keinen Schritt weiter. Ich hätte mir gewünscht, dass mehr Berserker von der Geschichte Wind bekommen. Ja, von deinen Heldentaten hat kaum jemand etwas mitgekriegt. Wenn ich das nächste Mal wieder so einen genialen Plan habe, dann hau mir ein Kantholz über die Birne. Die letzte kriegsentscheidende Konsequenz deiner Aktion fehlt häufig, dass du daraus Kapital schlagen könntest. Darüber werde ich mal in Ruhe nachdenken müssen. Heißt das, du wirst aufgeben? Ich doch nicht. Aber ich muss meine Methoden ändern. Okay, dann melde dich bei mir, wenn du mehr Erkenntnisse hast. Aber sicher doch. Alles fit? Frag besser nicht. Also manchmal, ne? Da bist du so ein richtiger Arsch, weißt du das? Oh, ja, das weiß ich. Nein. Natürlich weiß ich das, den kann ich nicht looten, das habe ich schon probiert zu looten. Wo sind wir auf der Karte? Beim Fort, sehr gut, da müssen wir hin.
Gleich mal teleportiert. Die Episode ist vorbei. Wir sehen uns in der nächsten gleich wieder.